tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Skelabra vor. Skelabra ist die Weiterentwicklung von Lichtel und Laternecto und hat wie diese einen Geist-Feuer-Typ, wodurch es eine Schwäche gegen Boden, Gestein, Wasser, Geist und Unlicht, eine Resistenz gegen Pflanze, Eis, Fee, Gift und Stahl, eine Doppelresistenz gegen Käfer und eine Immunität gegen Normal-, Kampf- und Feuerattacken hat, wobei letztere eine fähigkeitsbedingte Immunität ist. Wirft man einen Blick auf Skelabras Basiswerte, sieht man erstmal diesen wahnsinnigen Spezialangriffswert von 145. Leider ist der Gute nicht unbedingt der schnellste und seine doch guten Defensivwerte werden leider durch einen schwachen KP-Wert runtergedrückt. Aber nichtsdestotrotz kann man aus Skelabra ein enorm starkes Pokémon machen. Die EV verteilen wir hier voll in Spezialangriff und Initiative, dazu ein mäßiges Wesen, um den Schaden zu maximieren. Bei Skelabras Fähigkeiten hat man eigentlich freie Wahl, da alle irgendwie gut sind. Schwebe durch ist zwar seine beste Fähigkeit, allerdings habe ich keins mit versteckter Fähigkeit, daher spiele ich meines mit Feuerfänger, da ich so noch eine Immunität gegen Feuerattacken bekomme. Als Attacken benutze ich Flammenwurf, Spukball, Energieball und Trickbetrug. Das Item der Wahl ist hier ein Wahlschall. Flammenwurf und Spukball sind in diesem Set die Step-Attacken. Energieball gibt eine super Coverage für den Flammenwurf und Trickbetrug kann man nutzen, um seinen Gegner einen Wahlschall unterzujubeln. Skelabra ist damit ein Offensivsupporter. Zum einen ist er da, um mit seinem brachialen Spezialangriff und starken Attacken draufzuhauen. Auf der anderen Seite kann er allerdings auch mit Trickbetrug einem gegnerischen Supporter einen Wahlschall unterjubeln. Supporter sind meist mit vielen Statusattacken ausgestattet und werden folglich durch einen Wahlschall stark behindert, da sie nur noch eine Attacke benutzen können. Zusätzlich dazu habt ihr diesem Pokémon höchstwahrscheinlich auch noch seine Überreste geklaut. Nachdem ihr mit Trickbetrug euren Wahlschall losgeworden seid, könnt ihr auch wieder frei zwischen euren Attacken wählen, um weiter drauf zu hauen. Skelabra ist danach zwar nicht mehr so schnell, aber wenn ihr einen Supporter verkrüppeln konntet, dann hat er seinen Job sowieso schon gut gemacht. Wenn ihr dann noch ein wenig Schaden austeilen könnt, dann umso besser. Skelabra hat enorm viele Schwächen und Resistenzen oder Immunitäten. Ihr könnt es also jederzeit auswechseln, wenn ihr in einem ungünstigen Matchup steht. Bei drei Immunitäten hat man genug Gelegenheiten, nochmal in den Kampf zu kommen. Als Teampartner solltet ihr mit diesem Skelabra auf jeden Fall einen Spinner im Team haben, da Skelabra gerne rein- und rauswechselt und jedes Mal ein Viertel seiner KP Schaden kriegen würde, wenn die Steine liegen. Stachler, Giftspitzen und Klebenetz mag Skelabra allerdings auch nicht, also solltet ihr schon dafür sorgen, dass ihr das ganze Zeug wegmachen könnt. Den Rest von eurem Team könnt ihr zusammenstellen, wie ihr lustig seid, solange eure Pokémon gut zusammenspielen können. Das war's von meinem Skelabra und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.